Hallo, wir haben es wieder getan. Wir waren vergangenes Jahr im Februar hier auf dem Stellplatz in Friedrichsbrunn nahe Thale und haben hier mehr oder weniger meinen Geburtstag gefeiert mit Freunden. Und jetzt, August 24, haben wir das getan, was ich sowieso schon vorhatte, nochmal im Sommer hierher zu kommen und hier den Harz im Sommer nochmal anzusehen. Gleichzeitig ist hier das Sommerfest vom Stellplatzbetreiber und dann nehmen wir mit dran teil. Und dann nehme ich euch das ganze Wochenende so ein bisschen mit. Da hat der Detlef und seine Frau Martina haben eine ganze Menge vorbereitet. Heute Abend Eröffnung und gemütliches Beisammensein. Extra ein Zelt aufgebaut, ich zeig's nochmal. Und es gibt Getränke und alles drum und dran. Jo. Hier das Zelt, hier der Getränkewagen und alles schön zurecht gemacht. So soll es sein. Ja, gibt noch ein paar Aktivitäten am morgigen Tag, eine Wanderung und Nachmittag Vorträge. Der Detlef ist ja gleichzeitig der Chef von Dracula Tours und klar, der bewirbt seine Reisen, dass da noch Leute mit dran teilnehmen. Und es sind, was ich jetzt schon mitbekommen habe, ganz viele, die an seinen Reisen dran teilgenommen haben, hier dabei. Ja, wenn so eine gemütliche Truppe entsteht, dann ist die Atmosphäre natürlich umso schöner. Wir haben uns jetzt schon gut mit anderen Leuten hier unterhalten, obwohl wir eigentlich noch keinen weiter kennen. Ja, ein paar aus dem Ort, unserem Heimatort sind da, aber das ist erstmal egal. Ja, und der Rest ergibt sich. Bis bald. Ja, auch wenn es dolle windig ist, aber ich denke mal, Regen wäre schlimmer und ich habe in diesem Jahr so viel Glück schon gehabt mit allen Reisen, die ich bis jetzt hatte. Ich hatte nur Sonnenreisen und auch mein Sommerfest jetzt, da denke ich doch mal, das Kundentreffen war nicht so. Da war es kalt, da war es ein bisschen schwierig. Aber ansonsten hatte ich wirklich Riesenglück. Ja, ich begrüße euch oder wir, mein Team, das wirklich im Hintergrund da klappert und macht und auch meine liebe Frau, die auch Gott sei Dank wieder auferstanden ist von den Toten. Und ja, ich würde vielleicht ganz kurz mal ein bisschen zu unserem Programm sagen, was wir uns so ausgedacht haben zu unserem Sommerfest. Da wäre heute Abend so ein bisschen gemütliches Beisammensein, dass wir einfach ein bisschen mal klönen, zusammensitzen. Viele haben sich wieder getroffen, schon großes Yahoo. Und ich weiß auch nicht mehr, wer mit welcher Reise wann irgendwo mal weg war, wer mit wem mal war. Und warum? Das ist ein Senioren-Navi, ja? Wisst ihr, was ein Senioren-Navi ist? Das Senioren-Navi sagt euch nicht nur, wo es hingeht, sondern auch, was ihr da wolltet. Da bin ich zu jung. Ja, also ein bisschen Programm haben wir zusammengestellt. Da würde ich mit morgen mit euch einmal eine kleine Runde, einen ganz kleinen Spaziergang in unser schönes Örtchen machen. Auf den Spuren vom alten Fritz Friedrichsbrunnen, der Friedrich, da ist er auf dem Bild auch, der Preußenkönig. Das war mal Preußen hier, ja, weit weg. Von Berlin und von ganz Preußen mal. Und das war eine Kolonie hier. Und der hat das als Kolonisdorf hier angesiedelt. Er hat praktisch dann hier Wegelagerer, Aussätzige hierher geholt, die dann hier freie Scholle gekriegt haben. So wie heute. Hat die hier im 18. Jahrhundert Friedrichsbrunn gegründet und auf seinen Spuren wandeln wir morgen mal so ein bisschen. Ich möchte mit euch mal ins Pionierferienlager gehen und mal so ein bisschen was vom Örtchen zeigen. Dauert so anderthalb Stunden maximal. Ein bisschen schön langsam zu Fuß. Gehen wir da eine kleine Runde. Dann würde ich um 14 Uhr hier drin gucken, dass wir das einigermaßen hinkriegen. Ich habe zwei Fernseher. Würde ich ein bisschen was über meine Reisen erzählen. Was nicht keine Reisevorstellungen in dem Sinne, sondern einfach das, was mir in diesem Jahr widerfahren ist, ja, was ich alles so erlebt habe. Jemand in die Wüste geschickt, nicht wiedergesehen, bis heute nicht, kriege ich noch Geld von dem. Ja.
Ja, was war in Albanien, was war da Schreckliches, da passierte gar nichts. Und ich habe wirklich dieses Jahr meine Touren selber, Anka hat auch gesagt, meine Rumänien-Tour war auch eine sehr, sehr schöne Tour. Wirklich, weil ihr nicht dabei wart. Weil ihr dabei wart. Ja, genau, ihr wart dabei, Anka mit dabei. Und auch meine Touren waren alle schön. Und da würde ich so ein bisschen was drüber erzählen wollen. Dann würde ich vorstellen wollen, ein bisschen was über den Platz, was man hier so ringsum machen kann. Einfach mal so anderthalb, zwei Stunden ein bisschen was erzählen, wenn noch Zeit ist. Da würde ich euch auch gleich, na, dann machen wir im Anschluss noch, würde vielleicht Jens ein bisschen was vorstellen wollen. Das erzähle ich gleich mal ein bisschen was dazu. Morgen Abend dann kommt Jens vom Grünewalder Lauch. Ja, scheue keine Kosten und Mühen. Nein, er macht das, er kriegt da kein Geld für. Ja, dafür war er mit Marokko. Dafür muss er ja sein Leben lang Sommerfest machen. Nein, Spaß beiseite. Jens kommt vom Grünewalder Lauch. Er macht ja, ich sag mal, er kommt nach Friedrichsbrunn. Ja? Der macht Beach and Bike, der macht Speedcarving-Weltmeisterschaften. Jetzt Beach and Bike mit Toten, ja, alles mit Live-Einlagen, mit Gerichtsmedizinern und mit Unterbrechung. Ihr hattet alles. Und da kommt ja nach Friedrichsbrunn für 80 Leute, ja, das ist schon, ja, freue ich mich schon, dass er kommt, ist auch schon eine Freundschaft daraus entstanden. Dann erzähle ich euch ein bisschen was zu meiner Kreuzfahrtwette, was aus der geworden ist. Ja. Das ist ein großer Ich liebe ja die Kreuzfahrtschiffe und dieses Jahr haben wir wieder so viele gesehen. Ich konnte so viele schöne Bilder machen. In der Bucht von Kotor, ja, wie die Rauchwolken aufstiegen. Oder in Tallinn. Da musst du woanders gewesen. Die Bucht kommt von Kotor, klar, wir sind von oben runtergekommen. Ich habe doch, na, die Bilder kommen morgen. Die Beweisfotos kommen morgen. Also das würde ich 14 Uhr machen, ein bisschen was Geschichte. Erzgebirge im Advent, mein neuestes Kind, was ich wieder mal auferlegt habe, was wir schon mal gemacht haben. Und so ein bisschen drumherum, was so Veranstaltungen sind. Dann abends unseren Tanz. Und Sonntag wäre dann ab 8 Uhr, nicht um 8 Uhr, sondern ab 8 Uhr Camperfrühstück. Da machen wir dann hier drin, machen wir Frühstücksbuffet, jeder so wie er kommt. Und das ist dann so der Ausgang nochmal. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute Samstag. Beim Sommerfest, ich wollte schon Frühlingsfest sagen, Sommerfest in Friedrichsbrunn, hier auf dem Stellplatz. Der Abend war sehr schön, interessant. Wir haben einige Gespräche geführt, konnten unsere magische Stuhlauflage vorstellen. Und heute freuen wir uns auf das weitere Programm, was dann so stattfindet. Es wird eine Wanderung hier geben auf den Spuren von König Friedrich, der wohl Friedrichsbrunn gegründet hat. Oder, ja, da werden wir noch Näheres dazu erfahren. Soll anderthalb Stunden gehen und dann heute Nachmittag die Vorträge und das Ganze drumherum, ja, wird sicherlich begleitet mit angenehmen Gesprächen. Es ist eine lockere Runde und ja, jetzt Frühstück hier auf dem Platz. Viele sitzen vor den Wohnmobilen in kleinen Gruppen zusammen. Der Platz ist gut gefüllt. An sich bietet dieser Platz für 34 Fahrzeuge Platz. Ja, im Hintergrund dann das kleine Zelt und eine lange Tafel, wo sich auch schon wieder welche hingesetzt haben. Der ein oder andere kennt sich von natürlich Reisen, die mit dem Detlef oder Dracula Tours gemacht wurden. Ja, und so beginnt der Tag sehr angenehm. Heute soll es sehr warm werden. Schauen wir mal, wie sich das alles so entwickelt. Ja. Beim Nachbar hat sich jetzt auch die Tür geöffnet. Naja, mal sehen. Moin! Moin! Ja, und wir beide gehen mit. Wir gehen jetzt wandern. Richtig.
Manuelas Lieblingsbeschäftigung. Aber nee, heute machen wir es. Das ist ja nur hier im Ort, hat auch Detlef gestern gesagt. Und schauen wir mal, was wir alles Neues erfahren und wie das hier so ist. Wir waren ja schon mal hier, allerdings im Winter. Und ich wollte schon gerne sehen, wie das im Sommer aussieht. Im Winter war es schon schön. Ja, richtig. Es ist nur eben schade, dass in dem Ort wenig Gastronomie da ist. Und also auch keine Einkaufsmöglichkeit. Ja, das ist. Naja. Ja, aber das ist mittlerweile der Zeit geschuldet. Ist ja fast überall so. Ja. Gut, bis dann. So, Detlef, was hast du denn nun vor heute? Wir gehen wandern. Wir gehen wandern. Unter dem Motto, seid bereit. Immer bereit. Genau. Wir machen mal eine kleine Rundwanderung zu vergessenen Orten. Lost Places, heute das neue Wort. Und ja, da will ich euch ein bisschen zeigen, was so im Wald Verwunschenes noch zu finden ist. Das klingt gut. Das klingt gut. Ja, also, dann sammle deine Truppe zusammen. Genau. Und wir verfolgen die ganze Geschichte ein bisschen hier mit dem Video. Und dann geht's los. Genau. Hier lächelt, die Sonne lacht, was wollen wir mehr? Ja, ich würde mit euch heute eine kleine Runde machen wollen, einen kleinen Spaziergang, sagen wir mal. Ja, keine Wanderung in dem Sinne, sondern mal so ein bisschen Spaziergang. Friedrichsbrunn hat viele Sachen, die man sehen kann. Es gibt eine Wanderung Aussichten rund um Friedrichsbrunn zum Beispiel, das haben wir schon mal gemacht. Und verschiedene andere schöne Wanderungen, aber ich würde mit euch heute mal zu vergessenen Orten gehen. Und da gibt es so einige hier im Wald versteckt oder auch teilweise frei sichtbar. Wenn man hier ein Stückchen hochgeht, gleich in so ein großer Block, den so ein paar libanesische Spekulanten gekauft haben sie jetzt im Internet drin stehen, ihr habt 1 Million für die Ruine. 1 Million. Also Wahnsinn. Und auch da, wo wir hingehen, auch Türken gekauft, Ersatzlepoding gehabt, den Türken und irgendwie. Es geht immer drunter und drüber, wie das eben so ist im Kapitalismus. Geld regiert die Welt. Ja. Aber ich wollte euch ein bisschen aus dieser Vergangenheit in diese, ich sag mal, wir machen mal einen Rutsch in die 1985er. 80er, 85er. Und da war dieser Ort hier ein sehr beliebter Ferienort. Die haben privat vermietet, was nur ging. Die selber sind im Keller oder auf den Dachboden gezogen und haben ihre Wohnungen vermietet. Und das alles, auch diese großen, man sieht da hinten so ein bisschen das gepflegte Apart-Hotel ist es jetzt. Das waren Ferieneinrichtungen. Dann das Ostharz hier drüben, das waren Sportstätten, da ist ja immer noch der Schützenverein drin mit Schießbahn, da gab es eine Kegelbahn. Die gibt es ja auch noch immer innen drin von Außenbahn, Tischtennisplatten. Also das war so dieses Sportzentrum für die ganzen vielen hunderte Urlauber. Und das rote Gebäude, was hier so rotbraun ist, das war die Verpflegungsstätte. Die müssen ja alle irgendwo was zu essen kriegen. Die hatten ja alle Vollpension. Ja? Frühstück, Mittag, Abendbrot für 10 Mark am Tag. Wenn das, weiß gar nicht, was das kostet. Ich war nie, kann mich nicht daran erinnern, dass wir sowas mal gemacht haben. Solch einen Urlaub, doch einmal waren wir am Burger Ende, nach einer Woche sind wir wieder nach Kerl gefahren. Aber die mussten ja alle versorgt werden. Teilweise waren sie nur Hotels, aber die ganzen Privatleute. Und dieses Gebäude, das war die Verpflegungsstelle. Da haben die ihr Essen gekriegt, in 3 Durchgängen. Ja. Frühmittags, abends. Und auf der Rückseite damals, als wir noch Winter hatten, ja, da gab es auch Schnee. Da stehen die Skier vor der Tür. Und das war eben ein so ein Gebäude, was wir hier noch sehen. Ja, was noch so zu sehen ist. Was wir nicht so richtig sehen, vielleicht so von der zweiten, einer der 3 Sanatorien, die es hier gab. Die 2 sind abgerissen, das eine steht auch noch als Ruine. Auch Spekulanten, das hat wohl angeblich die Stadt Pahle wieder zurückgekauft, weil er nicht bezahlt hat oder nicht angefangen hat zu bauen. Also irgendwie hängt man hin und her. Und wir haben einen Unternehmer. Achtung, immer noch da. Manchmal erst gestern, ne? Der Hubschrauber ist aber da dran. Nee, das machen wir nicht. Ich bin nicht weg. Ich guck mal durch. Ja.
wie Sie sehen. Ich finde, das ist eine Danke für unsere Landesregierung, das Land Sachsen-Anhalt. Und zwar war das bis letztes Jahr unser Forstreviershaus. Das Haus gehört dem Land Sachsen-Anhalt, ist Eigentümer Sachsen-Anhalt. Und es war eigentlich so, die verscherbeln ja das Tafelsilber, bald haben sie nicht mehr, jetzt müssen sie die Immobilien verkloppen. Und es war früher immer so, dass der Förster, der da drin gewohnt hat, das Haus wurde getaxt und zum Taxwert wurde das verkauft. Jetzt haben die neuen Minister da oben irgendwie sitzen und die lassen sich ja nichts Gutes einfallen, die da oben sitzen. Und jetzt haben sie gesagt, nein, wir versteigern das Maisbieten. Und damit war der Förster raus, der da drinnen wohnte und hat gesagt, ich kann das nicht mitsteigern. Er kennt das Haus, er weiß, das sieht von außen sehr schön aus, aber da ist 40, 50 Jahre nichts gemacht worden. Da ist eine alte Schwerkraftheizung drin und also es muss eben sehr, sehr viel gemacht werden. Es ist nicht isoliert. So, das herrliche Traumgrundstück, das war eine Perle von Grundstück hier mit seinem Bienenkuchen. Ihr könnt bei uns Honig kaufen bei Martina von der Rezeption, so schmeckt Friedrichsbrunn. Das ist von unserem Förster, der das macht. Er hat sich jetzt eine Hauptstraße vor dem Haus gekauft, das Ende vom Lied, es verfällt langsam. Jetzt haben sie schon die Schilder abgemacht, Land Sachsen-Anhalt, das war ja immer Forstrevier noch dran, das ist jetzt alles weg. Es gehört aber meines letzten Standes immer nach wie vor noch dem Land, weil der es ersteigert hat, man ersteigert ja blind. Mhm. Er hat die Tür aufgemacht und hat gesagt, ich trete zurück. Von dem, ich weiß nicht, 750.000, halbe Million, keine Ahnung, was der geboten hat. Und das ist natürlich interessant, Hannover, Hamburg, das ist alles nicht weit weg. Und wir haben hier unwahrscheinlich viele, die zur Yacht kommen. Ja. Und wenn einer kommt aus Hamburg und der ist dann eine halbe Million mit dem Grundstück, ist doch lächerlich, Peanuts. Und ja, so wird eben das Tafelsilber verscherbelt und ich finde es wirklich, er ist langjähriger Förster hier, ihm gegenüber finde ich das eine Riesensauerei, ja. Dass man nicht sagt, das sind meine Dienstangestellten, das war immer so geregelt, ja. Alle Uhlental da unten, traumhaft schöne Städten, die wurden eben zum Taxpreis fair wirklich verkauft. Deswegen habt ihr Müll da gesehen, das ist nach wie vor der Müll, der hier im Wald zusammengetragen wird vom Forst. Die sammeln das hier, dann kommt ein Container und holen das hier weg. Also das ist jetzt keine wilde Müllkuppe, sondern das ist vom Forst nach wie vor, das gehört ja alles dem Forst. Deswegen der Müll da. Und Bienen, guck, die Bienen sind umgezogen, die musst du erst 5 Kilometer Wald in Wald schleppen, damit die nicht wieder zurückfliegen. Ja, und dann hat er die mit nach Hause genommen. Das war irgendwie ein Riesendrama, diese Bienen. Ja, aber so hat man natürlich aus profundem Mund Geschichten, die hier passieren. Und das ist das Interessante, wenn man an so einer Wanderung mal mit dran teilnimmt. Man erfährt etwas aus der Umgebung und kann sich in vieles besser hineinversetzen. Also insofern hat sich das schon gelohnt, dass wir hier mitgegangen sind. Nach dem ersten Lost Place, diesem Forsthaus, haben wir noch viele weitere solcher Lost Places in und um Friedrichsbrunn gesehen. Detlef erklärte sehr anschaulich diese ganze Situation und für mich entstanden bei dieser Wanderung zwei Bilder. Zum einen, wie sich das Ganze in den über 30 Jahren entwickelt hat, wie die Natur sich das Ganze zurückholt und warum dieser Verfall so ist, wie er jetzt ist. Dabei entstehen wieder zwei Bilder. Das erste, Investoren aus den alten Ländern, aus anderen Ländern, haben sich die Sahnegrundstücke gekauft und lassen sie jetzt verfallen. Und zum zweiten entstehen natürlich Bilder, die andere Besucher jetzt erleben und dann sagen, ja, im Osten verfällt alles. Es sind hausgemachte Probleme und das, finde ich, wird an falscher Stelle auf die Gegend, auf diese Urlaubsorte abgewälzt und das ist und bleibt ein Riesenproblem, wodurch natürlich auch in der Bevölkerung
der hiesigen Bevölkerung Meinungen entstehen, die ein gestandener Altbundesbürger so nicht erleben kann. Und ja, ich habe es anders gesagt. Ihr wundert euch, dass wir so sind, wie wir sind. Und das ist unser Problem. Richtige Pflaume, richtige Hauspflaume. Sehr gut. Also wie ihr seht, ans leibliche Wohl ist auch gedacht. Ja? Mit Kaffee und Kuchen ist so ein Vortrag noch viel besser zu verstehen und zu genießen als ohne. Finde ich gut und zeigt, dass hier mitgedacht wird. Wie war das mit den Gendern der Leiter? Ja? Ist es eine Leiter oder LeiterInnen? Ja? Es gibt ja den Unterschied. Es ist egal, ob du von der Leiter oder von der Leiterin fällst. Ja? Nein, so rum. So. Also ich würde schon mal anfangen, es sind zwar noch nicht alle da, aber es ist schon 10 nach und wir kommen ja nach hinten in Schwulitäten so langsam. Und ja, schön, dass doch so viele gekommen sind zu meinen Vorträgen. Ich möchte euch so ein bisschen mit auf mein Jahr nehmen, was ich in diesem Jahr so als Reiseleiter erleben durfte. Ja, also jetzt nicht meine Reisen vorstellen, sondern das, was ich so, was mir so widerfahren ist in meinem Reiseleiterjahr. Und da ja, fangen wir an, von der Leiterin nicht gefallen. Also diese Viecher, dass die bei der Hitze noch fliegen, ja. Also, ich hoffe, ihr könnt alle halbwegs gucken. Wir haben uns Mühe gegeben, auch hinten geht es hoffentlich einigermaßen mit dem Licht, das spiegelt so ein bisschen. Wenn nicht, müsst ihr hinten so eine menschliche Wand bauen, dass es nicht so reflektiert. Aber ich denke, jetzt, wo es doch relativ voll ist, geht es besser. Vorhin hat es so ein bisschen Bauchschmerzen, deswegen haben wir die Planen noch reingehängt. Aber ich denke, mit den Fernsehern sollte es so gehen. Der ist wirklich aus meinem Wohnzimmer. Jens hat gesagt, ist das wieder dein Wohnzimmerfernseher? Ja, das ist... Da wir nie Fernsehen gucken, muss ich vorher immer erstmal probieren. Wir sind ja den ganzen Sommer hier unten auf dem Platz. Ob das Ding überhaupt noch geht, da muss ich mal. Ja, Winter, es ist schön warm, ja. Und heute haben wir am 24., glaube ich, hat irgendwer gesagt. Also nicht mehr lange hin und es ist Weihnachten. Das will ich euch aber damit nicht sagen, sondern in meinem Jahr gibt es ein paar Sachen. Ich möchte euch ein bisschen ein paar Bilder zeigen. Erzgebirge im Advent, gibt es eine Veranstaltung. Waren wir im Erzgebirge, möchte ich ein paar Bilder dazu zeigen. Marokko war ich, möchte ich ein paar Bilder dazu zeigen. Westbalkan, Albanien war ich, auch als Reiseleiter, möchte ich euch ein paar Bilder zeigen. Rumänien mit Donaudelta habe ich nur 2 Bilder, weil ich die selber nicht mache, macht Anker. Da müssten Angie zum Beispiel, die waren mit bei der Donaudelta-Tour. Rumänien, Karpaten kann ich noch nicht, die geht morgen erst los. Die ersten Verluste haben wir schon, ich habe noch gar nicht richtig gelesen. Einer fährt schon gar nicht mehr mit los. Also geht schon gut los und das ist so, was ich euch so ein bisschen erzählen möchte. Ihr kennt euch offensichtlich, hä? Ja, auf jeden Fall. Mehrere Reisen mit dem Detlef schon gemacht? Nein. Noch nicht? Eine? Okay. Ja,
Okay. Und wo geht die nächste Reise hin? Nach Hause. In Kur. Gut. Wir haben jetzt bald 30-Jährige. Ihr seid wohl ein Club, der sich öfters. Ja. Die Family Tour. Okay. Wir sind seit 96, also 30 Jahre sind wir zusammen. In Marokko haben wir uns kennengelernt. Sehr schön. Ich habe kein schönes T-Shirt gekriegt, da bin ich ganz traurig. Das ist doch nicht alles egal, ich bin in Leipzig. Nein, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und ich freue mich, dass alle da sind. Ja! Das war ein Kampf! So soll es sein! Aber komisch, warum fühlt ihr euch angefroren? Das sehe ich gar nicht. Wir wollen ja weiter. Nein, ich wünsche euch einen schönen Abend. Also, das ist das Buffet. Und ich bin der Grillmeister. Das sieht aus wie Hähnchen, ja? Hähnchen? Thüringer Bratwürste? Thüringer Bratwürste, wo kommen die her? Muss ich dazu fragen. Ich weiß nicht. Schleiz. Gut. Ich bin Rostbrete, Schaschlik. Käse? Gegrillte Süßkartoffeltaler. Okay. Champignons, Tomatengrill gegrillt. Paprika, Zucchini gegrillt. Moment, ich muss auch so um die Ecke. Pikanter Nudelsalat mit Kapern, ohne Kapern. Und Kartoffelsalat. Und als Dessert gibt es eine gegrillte Ananas. Hier gibt es das Dessert. Noch nicht. Also, ich könnte mich jetzt natürlich ausnutzen. Ich stehe gleich als erster Stelle. Gell? Nee, machen wir nicht. Um das zu machen, dass er wirklich hierher kommt. Ja? Grünewalder Lauch, Beach and Bike, Speedcarving Weltmeisterschaften, Lauchhammer, Lausitzring, auch Motocross, solche Geschichten macht Jens. Und dann Friedrichsbrunn, ja. Also vielen, vielen lieben Dank und natürlich mein ganz, ganz liebes Team. Zuerst möchte ich mal unseren Zauberern danken. Ja, da war ja gestern, ja, habe ich ja gesagt, da werden unsere Köche was Leckeres zaubern. Da ihr ja immer nicht richtig hinhört, habt ihr gehört, es gibt was zu zaubern, es wird uns zaubern. Also Frank und Susi als erstes vielen, vielen lieben Dank. Was ich gehört habe, war, glaube ich, eine ganz leckere Geschichte. Frank hatte mal auf einer Tour, ich glaube Albanien war es, ich weiß nicht, Baltikum, gesagt, Mensch, ach ja, das würde ich auch mal machen, ich kann sowas, ja. Ich sag, was? Du kannst sowas? Und es war wirklich ein super gelungener Abend und vielen, vielen lieben Dank, ganz großen Applaus an die beiden, von Halle extra hierher gekommen, gekocht, gemacht. Ja, dann natürlich Ralf und Gudrun, die gute Seele, ihr beiden, kommt mal bitte ins Rampenlicht ein bisschen. Ohne die beiden wäre das alles gar nicht möglich. Wir könnten nicht wegfahren. Gudrun ist die gute Seele, der Erklärbär. Ja, wenn irgendwas ihr wissen wollt, Gudrun erklärt euch das so lange, bis ihr das verstanden habt. Und die beiden auch vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mitgeholfen habt, von früh bis abends auch. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und Applaus für die beiden. Dann habe ich unseren Jürgen noch, der auch mitgeholfen hat von früh bis spät. Heute ging es ihm nicht so gut. 8 Stunden war der Jürgen krank, jetzt trinkt er wieder, Gott sei Dank. Ja, auch mit aufgebaut, das Zelt. Es ist ja viel Umrand auch dabei. Und ja, dafür auch vielen, vielen Dank. Und Jörg und Doreen, die kommen auch extra von Berger hoch, helfen mit. Morgen Frühstücksbuffet, ja, das habe ich schon mal geklärt jetzt, ja. Mithelft. Und Jörg auch mit zugefasst heute. Und da warte ich immer noch auf eine Frage. Gibt es ein Ja oder ein Nein? Jetzt muss er damit am Ende.
jetzt kommen wir damit, ja. Jörg und Doreen, muss ich dazu erzählen, wer es nicht weiß, machen auch für mich Touren mit, machen Reiseleitung mit, haben gemacht Bulgarien zweimal gemacht, ja, Westbalkan. Und die kriegen immer die blöden Gruppen, ja. Ich suche mir die Leute immer aus und alles, was überbleibt, kriegen die bei. Und deswegen wissen sie jetzt nicht so richtig, ob sie die nächste Tour machen sollen. Und ja, die Frage würde ich nochmal stellen dann irgendwann. Die Gruppen tauschen, ja. Es ist immer schwierig. Wer mit mir einmal mit war, möchte auch, dass ich das wieder mache. Die beiden machen das anders, aber auch gut. Ich mache das ja auch nicht immer gut. Und mir hat mal auch jemand gesagt, Detlef, du hast Rumänien wunderbar gemacht, aber Anka macht das viel besser. Dann schluckst du erst mal. Aber ja, das ist eben so. Und ja, in diesem Sinne möchte ich mich bedanken für diesen wunderschönen Abend. An euch natürlich. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich, dass wirklich alle gekommen sind heute Abend. Und auch uns unterstützen. Das ist viel Arbeit für uns, viel Vorbereitung. Martina vergessen. Ich bin noch gar nicht fertig. Ja? Und das Highlight kommt zum Schluss, genau. Und an euch natürlich, und ihr seht natürlich auch, das war das Stichwort, jetzt hat Frank mich so ein bisschen durcheinander gebracht, dieser Schwenk, das alles hier wäre gar nicht möglich ohne meinen Schatz, der diesen Platz schmeißt. Ich habe den zwar gebaut, da war Corona, aber den Platz schmeißen muss meine Frau. Ich bin froh, dass ich Freitag wieder losfahren kann. Da fahre ich nach Bulgarien, mein Schatz, komm mal bitte. Ja, die gute Seele vom Platz. Und wir beide haben uns das zusammen hier ausgedacht und sie muss es alleine schmeißen, wenn ich nicht da bin. Ein halbes Jahr ungefähr, nicht ganz, aber naja, so. Dreiviertel Jahr. Vier Monate kommen wir doch zusammen, die ich nicht da bin, und in diesem Sinne auch an dich. Vielen, vielen lieben Dank. Und die Messen. Und die Messen. Ja, es wird ein halbes, dreiviertel. Es wird die Messen und ja, genau. Es sind viele, viele Termine auch und so. Und das macht uns aber auch Spaß. Und wenn wir so eine Resonanz wie heute Abend haben, so ein traumhaftes Wetter haben, so eine tollen Gäste haben, dann ist das für uns eine Erfüllung. Und in diesem Sinne möchten wir beide bitte, glaube ich, auch Danke an euch sagen. Danke. Bleibt gesund und kommt mal irgendwann wieder. Ja. Ja, guten Morgen. Sonntag früh und Sonntag praktisch das Ende des Sommerfestes hier in Friedrichsbrunn. Heute Nacht hat es sich gewaltig abgekühlt. Es hat mal geregnet, was vielleicht für den Boden auch nicht so verkehrt ist. Aber wir lassen uns die Laune nicht vermiesen. Und jetzt gibt es ein schönes, zünftiges Camperfrühstück, was vom Stellplatz hier organisiert ist. Finden sich jetzt alle zahlreich ein. Es ist alles, was das Herz begehrt, ist da. Ei, süße Strecke, rustikale Strecke. Ja, und hier hinten bereitet der Detlef das leckere Rührei zu. Guten Morgen, Detlef. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie war das Sommerfest für dich? Ein wunderbar gelungenes Fest. Es war traumhaftes Wetter. Traumhafte Leute waren da und bis nachts um 12:30 gesessen. Und richtig. Ja, ich war dabei. Nein, es war ein Traum für uns. Was war noch drin? Wir hatten die andere Hälfte mehr rein. Nee, das ist schon gut. Ja. Ich war gestern mit der Drohne oben, 41 Fahrzeuge waren hier und das hat man auch an der Laune gemerkt. Genau. Ja, also je mehr und desto größer wird die Stimmung.
Und das war gut so. Ja, und keine Querulanten. Das war wirklich schön. Hat man ja doch immer mal, dass mal einer daneben liegt und meckert oder irgendwas. Und das war gestern nicht. Und wir haben ein super Kochteam gehabt. Ja, ja, das stimmt. Unser Kochzauber. Das stimmt, das stimmt. Na gut, dann schauen wir mal weiter. Anstehen für den Kaffee. Das ist die Schwachstelle oder die Nahtstelle. Nicht so grimmig gucken.